So, herzlich willkommen an diesem Tag, an diesem Mittwoch zu Neverwinter Nights 1. Wir werden. Ihr wundert euch vielleicht, wir sind gar nicht in dem Labor. Das liegt daran, dass ich durchaus gewillt war, mir ein Befehlsstecken herzustellen. Aber ich hatte weder Rakshasa-Augen noch sonst etwas in meinem Inventar. Außerdem haben wir durch. Ich weiß, es ging beim Befehlsstecken darum, hier geistesbeeinflussendes Zauber abzuwehren. Aber erstens ist Rapunzel im Vergleich zu Dalen zum Beispiel, vor allem gegen Furcht, gar nicht mehr so anfällig. Das heißt, sie rennt selber nicht mehr weg. Ich konnte sehr gut gegen Klauf kämpfen. Das heißt, das ist nicht so das Ding. Ich hätte gern diesen Gürtel, würde ich gerne anziehen. Und er hat nämlich einen Schutz gegen Krankheit und Todesmagie. Allerdings, wenn ich, sobald ich diesen Ich trage zu viel. Gürtel Das abziehe, beeinträchtigt meine okay, es Leistung. ist auch nicht viel, sind wir überlastet. Das heißt, wir schmeißen jetzt einfach mal ein paar Bücher weg, so ungern ich das auch tue. Oder lassen einfach jetzt mal fallen, was wir hier unnötigerweise mit uns herumschleppen. Kultistentagebücher zum Beispiel. Braucht ja wohl keiner. Und schon sind wir nicht mehr überlastet, weil Bücher wiegen ziemlich viel. Was schmeißen wir denn noch weg? Das brauchen wir nicht. Und Herturm-Labornotizen auch nicht. So, jetzt sind wir erstmal wieder eine Weile ausgerüstet. Und ich werde jetzt einmal mit meinen Gefährten reden, denn wir haben ja ein Wort der Macht schon abgegeben. Und dann werden wir jetzt einmal sehen. Reicht das jetzt schon oder müssen wir das andere Wort auch noch abgeben? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wenn wir dieses Wort abgeben, dass wir gleich ins nächste Kapitel kommen und dann konnte ich die ganzen Gefährtenquests nicht mehr abschließen. Deswegen checke ich das bei Dalen jetzt einmal aus. Wenn der irgendwo an einem Punkt wieder sagt, wir sind noch nicht weit genug, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir das dritte Wort der Macht, das wir jetzt ja bei uns im Inventar herumlungern haben, auch noch abgeben müssen. Aber wie gesagt, ich bin etwas skeptisch, deswegen reden wir Ja, gleich mal mit ihm. gibt es etwas, das ihr benötigt? Ich benötige Story von dir. Plus wollen reden. Meine Stärke sind Waffen, nicht Worte, obwohl ich damit besser umgehen kann als ihr. Erzählen weiter Geschichte von vorher. Vorher ist gut. Das waren ziemlich viele Tage dazwischen. Wir sollten uns darauf konzentrieren, wie wir die Worte der Macht von Aringent finden. Doch sicher reicht die Zeit noch, um etwas über die Legende meines Volkes zu erzählen, von der ich euch berichtet hatte. Wollen hören? In alten Zeiten gehörten alle Utgard einem einzelnen Stamm an. Es war eine mächtige Nation, regiert vom großen Heldenkönig Utgar. Das ist ja sehr einfallsreich. Unsere Leute waren im Kampf unbezähmbar. Niemand wagte es, sich Utgard entgegenzustellen, wenn der mit seiner großen Speer ausholte. Das klingt zwar etwas falsch, aber ihr dürft nicht zu fantasievoll sein in dieser Hinsicht. Man sagte, dass keine Waffe ihm etwas anhaben konnte, sobald er den Speer über dem Kopf hatte. Fahrt fort. Doch unsere Größe schweißte unsere Gegner zusammen. Goblins, Orks, Oger und viele widerliche Kreaturen bildeten gemeinsame Armeen. Und eines Tages marschierte ein großer, dunkler Feind von den Bergen auf uns zu, um Utgard und sein Volk zu vernichten. Die Sage berichtet von einem kleinen Jungen, der sich nichts sehnlicher wünschte, als ein großer Held der Utgard zu sein. Als die Nachricht von der großen Invasion bekannt wurde, schwor er sich, den Reihen der Krieger anzuschließen. Er war fast noch ein Kind, nicht einmal ein Jugendlicher, und die Krieger sagten ihm, er solle bei den Frauen und Kindern bleiben. Aber der Junge war tapfer und dumm, widerspenstig. Er wollte diesen Rat einfach nicht akzeptieren. Was hat Junge gemacht? Am Vorabend der Schlacht kroch er in Utgars Zelt und stahl seinen magischen Speer. Dann marschierte er hinaus in die Nacht, um sich der Horde zu stellen, allein. Aber er war nun mal ein Kind. Er wusste ja nicht einmal, wohin er überhaupt ging, und schon kurz darauf hatte er sich im Wald verirrt. Am Morgen entdeckte Utgard, dass sein Speer verschwunden war. Ihm blieb nichts anderes übrig, als ohne ihn in die Schlacht zu ziehen.
Es war eine fürchterliche Schlacht. Viele Krieger ließen ihr Leben, bevor der Widerstand des Feindes endlich gebrochen war. Doch der Sieg hatte einen hohen Preis, denn Utgard, der Stammesvater unseres Volkes, war gefallen. Okay, nach 20 Jahren wäre er so wahrscheinlich sowieso gestorben. Ein Pfeil hatte sich durch sein Auge in den Kopf gebohrt. Es ist auch schwer, dass ein Pfeil sich durch das Auge irgendwo anders hinbohrt. Da müsste er schon sehr diagonal fallen. Was wurde aus Jungen, der das Speer genommen hat? Nach vielen Tagen fand der Junge den Weg zurück ins Lager. Jene, die ihn mit dem Speer in der Hand sahen, wussten sofort, was geschehen war, und gaben ihm die Schuld für Utgards Tod. Sie verstießen ihn und verbannten ihn aus ihrem Stamm für alle Zeit. Der Junge floh und nahm den Speer mit. Er hatte sich doch nur als Krieger beweisen und dem Stamm bei der Verteidigung helfen wollen. Er war halt nur ein kleiner, dummer Junge. Seine Motive waren ehrenwert. Ja, ich kann für Liebe auch eine Menge töten, und das macht meine Taten doch nicht besser. Guck dir nur Aribeth an. Oder redest du gerade von dir selber? Rottiger. Doch seine Handlungen hatten tragische Folgen, und die Utgard konnten ihm das nicht verzeihen. So wie nie Winter Fendig nicht verzeihen konnte. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Wie enden die Angelegenheit? Der Junge verschwand und ward nie wieder gesehen, und mit ihm verschwand auch Utgards Speer, das Symbol und die Quelle der Macht des Utgard-Volkes. Ohne den Speer aber wurde mein Volk verwundbar, und unsere Feinde fielen über uns her. Die große Nation der Utgard zerfiel in viele zahllose kleine Stämme. Die Pracht unserer Vergangenheit war für immer verloren. Hätten die Utgard dem Jungen verziehen, hätte er den Speer nicht mitgenommen. Das Reich wäre intakt und stark geblieben. Hätte Niewinter Fentig verziehen, hätte Aribeth nicht die Stadt verraten, die sie so liebte. Verstehen langsam, was damit meinen. Der tiefe Fall der Utgard ist ein Beispiel, eine Lektion, die Niewinter besser beachtet hätte. Noch aber gibt es Hoffnung für die Stadt, so wie es Hoffnung für die Utgard gibt. Hoffnung? Die Legende von Utgards Speer bedeutet noch mehr, Rapunzel. Es bedeutet Fortpflanzung. Was? Vielleicht erzähle ich euch die Geschichte später, doch jetzt ist keine Zeit dafür. Wenn wir Niewinter retten wollen, müssen wir die Worte der Macht für Aringent finden. Gut, die Frage Ja, ist, können wir trotzdem gibt es etwas, weiterreden? das. Okay, das heißt, wir müssen wirklich das Wort noch abgeben. Haben wir noch die Zeit dafür? Oh ja, haben wir. Ich habe einen dunklen Verdacht, dass wir diesen blöden Speer für ihn finden müssen. Ich fürchte, den haben wir nicht. Na, vielleicht können wir das noch nachholen. Sonst ist die Gefährtenquest für ihn da zu Ende. Das wäre sehr schade. Oder wir zögern das Ganze hinaus und bedienen schon mal die anderen, und ihr schreibt, wo ich den Speer vielleicht übersehen habe. Ihr wisst doch sonst immer alles. Terra. Ich habe Aringent. gerade die letzten Neuigkeiten vom Schlachtfeld erhalten und es sieht düster aus. Die Mauern von Nyvinter wurden durchbrochen und das Grafenbündnis hat sich vor dem Angriff nach Burg Nie zurückgezogen. Und wo haben wir die Worte der Macht nochmal alle gelagert? In Burg Nie? Anstatt sie irgendwie. Naja. Aribeth, die genau über unsere Strategien Bescheid weiß, vernichtet unsere Streitkräfte, wo sie auch sie trifft. Die Hälfte der Stadt ist bereits unter der Kontrolle der Streitkräfte aus Luskan. Und wie sieht es mit eurem Auftrag aus? Hattet ihr vielleicht Erfolg, wo unsere Truppen versagt haben? Wehe, du beschimpfst uns nochmal als dumm. Haben noch ein Machtwort gefunden. Wir kleines dummes Ding haben Machtwort gefunden. Wie wär's mit einer Entschuldigung? Endlich gute Neuigkeiten und nicht einen Augenblick zu früh. Ich bereite mich gerade darauf vor, zur Burg Nie aufzubrechen, um sicherzustellen, dass die Worte der Macht, die ich dorthin schicke, nicht von Aribeth erobert werden. Ja, besser ist das, ne? Bevor ich aufbreche, kann ich euch wohl ruhig geben, was noch in den Schatztruhen ist. Das Geld war für die Verteidigung der Stadt bestimmt. Wie es scheint, tut ihr mehr für die gute Sache als sonst jemand. Besser, ich gebe euch das Gold, als darauf zu warten, dass es von den luskanischen Streitkräften geplündert wird. Ja, endlich sind wir mal einer Meinung, guter Mann. Ich bin stolz, an eurer Seite gedient zu haben, was auch immer uns erwartet. Ich habe hier 5000 Goldmünzen, die für euch als Belohnung bestimmt sind. Nehmt sie. Ihr habt sie euch redlich verdient. Wo hast du die in der Hand? Das sind aber sehr kleine Goldmünzen dann. Und dort, wo das herkommt, ist noch mehr. Ihr müsst mich nach Niewinter begleiten, um bei der Verteidigung der Stadt zu helfen. Das Grafenbündnis wartet sehnsüchtig auf jemanden von eurem Schlag.
Es gibt noch jede Menge davon hinten im Haus. Gold nicht helfen kämpfen, brauchen magisches Zeug. Ich wünschte, ich könnte euch etwas geben. Doch alle magischen Gegenstände wurden an die Front geschickt, um im Krieg Verwendung zu finden. Auch mein magischer kleiner Finger, wenn ihr versteht, was ich meine. Den ich auch gar nicht haben wollte. Die Zeit wird knapp. Wir müssen nach Burg Nie zurückkehren, um sie und die Worte der Macht, die dort sind, vor Aribeth und Maugrim zu verteidigen. Wir sind die Ritter vom Nie. Nie. Wir brechen gleich auf, wenn ihr bereit seid. Ich kann gar nichts anderes machen. Ich kann nur so haben fertig. Haben gespielt die Flasche leer. Oh ja. Ich hoffe nur, wir sind nicht zu spät. Jetzt müsste doch eigentlich Hetralin auftauchen. Verdammt. Die Worte der Macht, die Werkzeuge einer Schöpferrasse. Hetralin sprach mit solcher Ehrfurcht von ihnen, als könnten sie Welten formen. Und vielleicht haben sie das. Mit ihrer Hilfe würde der Sieg nicht lange auf sich warten lassen, dachte man.